Was passiert, wenn du deine Beine jeden Tag für 20 Minuten anhebst? Eine Übung zu finden, die nicht viel Zeit und Mühe erfordert, scheint eine unmögliche Mission zu sein. Bis heute. Ob du es glaubst oder nicht, eine einzige Übung kann deine Stimmung drastisch verbessern, deine Müdigkeit abschütteln und dir eine ganze Reihe anderer gesundheitlicher Vorteile bieten. Willst du mehr Details? Dann schau weiter. Aber bevor wir zur Sache kommen, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Jetzt wirst du nichts mehr verpassen. Was also, denkst du, ist diese wunderbare Übung? Eine Planke oder eine coole Yoga-Pose? Nein, einfaches Beinheben. Du musst es nur richtig ausführen. Lass uns gemeinsam durch alle Schritte gehen, sodass du alle Nuancen verstehst, durch die diese Übung ihre Wunder bewirken kann. Wähle zunächst eine bequeme Position in der Nähe einer Wand. Lege ein Kissen oder eine weiche Rolle unter deinen unteren Rücken, hebe dann die Beine an und streck sie an der Wand entlang aus. Deine Hände sollten sich an den Seiten deines Körpers entspannen. Bleibe 15 bis 20 Minuten in dieser Position und los geht's! Einfach, aber sehr effektiv. Vergiss nicht, dass bequeme Kleidung, wie zum Beispiel lose Kleidung ohne Taillenbänder, sehr wichtig ist, sodass deine Blutzirkulation nicht blockiert oder beeinträchtigt wird. Beachte, dass dies keine tägliche Übung ist. Es ist eher eine Trainingsmethode, die einen Großteil deiner Körperprozesse ankurbelt und dir hilft, dich zu entspannen. 2 bis 3 Mal pro Woche reicht aus, um alle Vorteile zu genießen. Es gibt jedoch eine Einschränkung bei dieser Übung, und das ist eine kürzliche oder chronische Verletzung der Beine oder der Wirbelsäule. Achte darauf, alle Anweisungen genau zu befolgen und versuche, diese häufigen Fehler zu vermeiden. Zu weit von der Wand entfernt oder zu nahe an der Wand liegen oder eine zu weiche Rolle unter deinen Nacken legen. All dies kann zu Muskelverspannungen führen und die Nivellierung deiner Wirbelsäule beeinträchtigen. Und du wirst die Änderungen durch falsches Beinheben definitiv nicht zu schätzen wissen. Wenn es dir zu unangenehm ist oder du das Gefühl hast, dass etwas nicht in Ordnung ist, dann geh noch einmal alle Schritte durch und prüfe, ob du alles richtig machst. Wenn alles gut aussieht, wird es nicht lange dauern, bis du erstaunliche Ergebnisse siehst. Was genau sind also diese Ergebnisse? Zeit, es herauszufinden! Nummer 5. Das Gefühl der Schwere in deinen Beinen wird verschwinden. Viele Menschen leiden unter einem häufigen Schweregefühl in ihren Beinen. Wenn du einer von ihnen bist, wirst du die Veränderungen durch regelmäßiges Beinheben sicherlich genießen. Das Gefühl der Schwellung und Schwere in deinen Beinen ist tatsächlich mit einer schlechten Durchblutung verbunden. Andere mögliche Gründe für dieses Problem sind eine Herz- oder Nierenfunktionsstörung, Übergewicht oder eine ungesunde Ernährung. Wenn es wirklich schlimm ist, musst du deinen Arzt aufsuchen, bevor du etwas Größeres tust. Folge immer genau deren Empfehlungen. Dennoch kann Beinheben eine großartige Ergänzung zu deiner Hauptbehandlung sein. Eine Studie der New Jersey Medical School, Universität für Medizin und Zahnmedizin in New Jersey, bestätigte, dass das Beinheben zu einer Verbesserung der Blutzirkulation beiträgt. Alles, was du brauchst, sind 20 Minuten, 2 Mal pro Woche. Und du wirst dich wieder fabelhaft fühlen. Nummer 4. Schluss mit Müdigkeit beim Tragen von High Heels. Jede Frau sieht in High Heels unglaublich gut aus. Aber es ist ein wahrer Kampf, sie zu tragen. Nichts steht im Vergleich mit der süßen Befreiung, wenn man sie auszieht. Oder, meine Damen? Nun, durch regelmäßiges Beinheben wirst du das Gefühl von High-Heel-Müdigkeit innerhalb weniger Tage vergessen. Die Beschwerden kommen von der schlechten Körpergewichtsverteilung, die durch hohe Absätze verursacht wird. Es ist also nicht verwunderlich, dass deine Beine nach einem langen Tag in Stilettos unglaublich müde sind. Um dieses Gefühl verschwinden zu lassen und deinen Beinen etwas Ruhe zu geben, musst du nur die Position deines Körpers ändern, um deinen Venenkanal zu verbessern. Glücklicherweise gibt es eine kleine Routine, durch die du deine Beine nach einem langen Tag in Stilettos entspannen kannst. Zieh deine High Heels aus, hebe die Beine hoch und entspanne 15 bis 20 Minuten in dieser Position. Massiere dann sanft deine Beine und nimm eine warme Dusche. Deine Beine werden die Bemühungen sicherlich zu schätzen wissen, sodass das Tragen von hohen Schuhen nach jedem Beinheben immer angenehmer wird. Nummer 3. Deine Verdauung wird sich bessern. Die Position des Beinhebens ist auch eine Yoga-Pose.
die Viparita Karani genannt wird. Laut Fachärzten verbessert das Liegen mit angehobenen Beinen die Arbeit des Magens. Das Beinheben erhöht durch die Entwässerung von Blut aus den Beinen auch die Blutversorgung deiner inneren Organe. Die glatten Muskeln, die für die Peristaltik des Magens verantwortlich sind, werden ebenfalls gestrafft. Und das ist genau, was du brauchst, denn die Peristaltik ist eine Muskelkontraktion, die für die Bewegung für das Verdauen von Nahrung notwendig ist. Gleichzeitig verbessert eine erhöhte Blutzirkulation die Arbeit deines Verdauungssystems und verdoppelt den positiven Effekt. Darüber hinaus ermöglicht das regelmäßige Beinheben, dass die meisten Nährstoffe, die du zu dir nimmst, schnell aufgenommen werden. Was kann man daran nicht mögen, oder? Sich um deine Gesundheit zu kümmern, war noch nie so einfach. Nummer 2. Dein Nervensystem steht nicht unter Stress. Die Arbeitswoche erhöht normalerweise dein Stresslevel ein bisschen. Die ständigen Aufgaben, die du schnell erledigen musst, die strengen Fristen und all die Probleme bei der Arbeit, die gelöst werden müssen, können jeden verrückt machen. Wenn wir nach Hause kommen, wollen wir uns deshalb oft einfach nur hinlegen, TV schauen, ausspannen und das ganze Arbeitsdrama vergessen. Doch das Beinheben ist eine gute Alternative. Es hilft, dich zu entspannen und mehr Luft einzuatmen, mehr Sauerstoff für dein Körpergewebe zu bekommen und deine Blutzirkulation zu verbessern. Als Ergebnis werden alle deine inneren Organe mit wichtigen Nährstoffen und Elementen versorgt. Auch dein Nervensystem wird froh sein. Beinheben reduziert Muskelverspannungen im Bereich der Schläfen, Hals und Bauch. Ein perfektes Ende für einen schrecklichen Arbeitstag. Nummer 1. Deine Schlafqualität wird sich verbessern. Einer der häufigsten Gründe für Schlaflosigkeit ist ein wiederkehrendes unangenehmes Gefühl in den Beinen. Gänsehaut, Brennen oder Schwellungen. Und regelmäßiges Beinheben kann dir natürlich helfen, diese Symptome in kürzester Zeit loszuwerden. Richtige Atmung und gute Blutzirkulation sind, wie wir bereits erfahren haben, auch auf der langen Liste der Vorteile des Beinhebens. Und dies bringt mehr Sauerstoff an dein Gehirn. So kann sich auch die Qualität deines Schlafes verbessern. Laut einer Studie, die von Spezialisten der Harvard Medical School in Boston, Massachusetts durchgeführt wurde, schlafen Menschen, die mindestens 8 Wochen lang konsequent Yoga praktizieren, besser und länger als diejenigen, die dies nicht tun. Und die Hauptpose, die all diese Vorteile bietet, ist Viparita Karani, die Beine an der Wandhochposition. Du kannst dieses 20-minütige Beinheben auch nutzen, um zu meditieren. Entspann dich einfach! Nimm dir Zeit, all die kleinen Probleme in deinem Leben zu vergessen und finde diese essentielle innere Harmonie in dir. Und das sind die wichtigsten Vorteile des Beinhebens. Aber es gibt noch ein paar zusätzliche. Hilfe bei Angstzuständen, Arthritis, Kopfschmerzen, Migräne, Harnwegserkrankungen, Menstruationsbeschwerden und Menopause. Was auch immer also dein Gesundheitsproblem ist, die Chancen stehen gut, dass Beinheben sehr nützlich sein wird. Wenn du dich an die Übung gewöhnt hast, kannst du sie mit verschiedenen Variationen kombinieren. Versuch deine Beine in eine V-Form zu bringen, um deine inneren Schenkel gut zu dehnen. Oder drück deine Hände gegen die oberen inneren Oberschenkel, um die Leiste zu dehnen. Wie auch immer, halte dich einfach an einen gesunden Lebensstil, mach regelmäßiges Beinheben und gute Veränderungen werden folgen. Also, was denkst du? Möchtest du diese Übung in deinen Alltag integrieren? Verrat es uns in den Kommentaren. Vergiss nicht, uns ein Like zu geben und klick auf Abonnieren, um auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben. Bye bye!